Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist die Pinkbox bei mir eingetroffen. Die habe ich hier. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich dieses Mal in der Pinkbox verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist ja auch gerade bei mir, weil ich kam gerade von der Arbeit, dann sind wir spazieren gegangen. Deswegen habe ich jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Farbe im Gesicht. Es ist doch sehr, sehr frisch draußen und da ist man echt mit so einem Muckelkleid ganz gut unterwegs. Also ich kann dir auch gerne mal dieses Kleid, das habe ich hier in drei verschiedenen Farben, unten in der Infobox verlinken. So, die Pinkbox bekomme ich gratis zugeschickt in einer Kooperation mit boxpalast.de. Deswegen kannst du auch in diesem Video eine Pinkbox gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei und ich würde mal sagen, Sammy chillt sich hier irgendwie irgendwann mal hin und ich packe einfach mal die Box aus. Die kommt monatlich, immer so zum Anfang des Monats und kostet je nachdem, was für ein Abo du wählst, zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box, also auch pro Monat. Du zahlst es aber in einem Schlag. Also das wird dir halt dann, wenn du es jährlich, also wenn du ein Jahresabo machst, wird dir das auch jährlich abgebucht. Ne? Das muss man sich halt im Hinterkopf behalten. Ich habe die jetzt schon einmal aufgemacht, also hier den Reißer weggemacht, weil ich habe tatsächlich zwei Pinkboxen heute gekriegt. Und dann stellte sich heraus, dass eine davon die Blackbox Man ist. Die werde ich gleich im Anschluss auch noch drehen. Und ja, ich quassel schon wieder. Ich mache hier einfach mal den Karton auf. Habe dann hier zwei Sachen drin. Einmal, weil es eine Kooperation ist, habe ich hier so einen schönen Flyer mit dabei. Da steht mein Name in einem Herz. Liebe Claudia, damit du nach einem anstrengenden Tag wieder strahlen kannst, sorgt eine optimale Abendroutine. Ja, ich freue mich aufs Spa, Leute. In der neuen Pinkbox Sleeping Beauty kannst du Produkte rund um dieses Thema finden. Süße Träume, XOXO, Maria vom Pinkbox Team. Ja, Maria, ich bin sehr gespannt, was ihr euch dann unter einer perfekten Abendroutine vorstellt. Ich denke da auf jeden Fall an eine Maske, an Pflege, vielleicht Gesichtspeeling, Körper, Chillen, irgendwas. Sammy, was los? Sammy läuft hier gerade rum und fiebt ein bisschen, weil er möchte, glaube ich, einfach mal in den Arm genommen werden. Sammy, komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Dann war hier noch so ein Flyer drin. Augen auf, nicht alle Produkte haben in die Box gepasst. Liebes Pinkbox-Team, ich glaube, ihr braucht echt größere Boxen, oder? Mittlerweile hast du in fast jeder Lieferung ein Produkt, nämlich neben der Box. So schaut das nämlich aus, wenn man die Box öffnet, den Karton. Da haben wir zum einen die Pinkbox an sich drin. Das ist dieses wunderschöne Böckchen in Pink. Ich liebe Pink, ne? Dann haben wir hier Warming Happy Hugs, eine Duschcreme von Triacomoon. Da sind 500 Milliliter drin. Also das, was ich bei solchen Produkten eigentlich geil finde, ist, dass du einen Pumpspender mit dabei hast. Ich glaube, das hatten die vorher nicht. Ich glaube, das ist neu. Ich habe nämlich aktuell auch so ein 500 Milliliter Moped bei mir unter der Dusche stehen und wir können hier auch mal dran riechen. Hier steht, ich liebe diese wohlige Wärme, die so wundersam von innen nach außen strömt. Bestimmt macht das der Hab dich lieb Duft, der mich von früh bis spät in seinen Armen hält. Das ist schon ziemlich süß, ne? Diese Sprüche da drauf. Boah, das riecht voll zimtig. Oh Gott, das ist nicht ganz meins. Ei, das riecht sehr, sehr weihnachtlich. Also das ist richtig weihnachtlich. Huff, und das ist der Hab dich lieb Duft. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ja. Wow. Aber ist ein cooles Produkt, definitiv. Also mich erfreut vor allem der Spender hier oben. Aber der Duft ist nicht wirklich meins. Ist halt zimtig, ne? So richtig, als würdest du dich mit einem Lebkuchenmännchen einschmieren und dann 500 Milliliter. Also in kleinen Größen finde ich das okay, dass du es wirklich dann so um Weihnachten drum zu verwenden kannst. Aber das ist ein bisschen krass. Sammy, lauf schnell. Jörchen ist da. Yay! Wie jeden Tag eine große Begrüßungszeremonie. Naja, auf jeden Fall haben wir hier noch weitere so Rabattcodes drin. Alles Mögliche. Ne? Auch nochmal die Info, dass du hier als Pinkbox-Abonnentin auch einen Rabatt auf den Brigitte Box Adventskalender bekommst. Und dieses Mal haben wir ein neues Magazin mit drin. Du hast nämlich auch bei der Pinkbox immer ein Magazin mit dabei. Und dieses Mal ist das Geo-Saison. Von November 2019, wenn das Grüne glücklich macht. Grüne Reisen einfach bewusst durch die Welt. Ich weiß nicht, bist du ein Reisemensch? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich bin so ein richtig häuslicher Mensch. Ich mag nicht so gern reisen. Aber hier sind ganz interessante Sachen drin. Und ich glaube, hier ist auch irgendwie noch so ein Quartett oder was nicht. Irgendwelche Karten sind da mit drin. Keine Ahnung. Muss ich mir dann nochmal angucken.
jetzt schauen wir endlich mal in die Box rein, die wir hier haben und einmal öffnen werden. Im Deckel steht immer drin, du bist schön. Ich finde das so charmant, wirklich. Also so Komplimente bekommt doch jeder mal ganz gerne. Hier haben wir die Box mit dem schwarzen Seidenpapier, der pinken Schleife, mit dem Klebi, wo drauf steht With Love. Oh. Ohne großen Eigengeruch. Manchmal kommt ja ein schöner Geruch raus, dieses Mal nicht. In der Pinkbox hast du so ungefähr 5 Produkte mit aus dem Bereich Pflege, dekorative Kosmetik. Manchmal auch so ein bisschen Lifestyle, aber eher weniger. Und ja, ne? Hier haben wir dann nochmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Den ersten Blick in die Box. Hier ist immer so ein bisschen so dieses, was der Autor sich dabei gedacht hat. Hier geht es wirklich um Zeit für sich, um Me-Time, Land der Träume, Energie, um Schönheit zu tanken und so weiter. Und die Preise der Produkte stehen drin und so Informationen zu den Produkten. Blende ich dir dann natürlich auch alles ein und wir schauen jetzt einfach mal rein. Das hat sich gereimt. Hier haben wir von Isana ein Wimpern- und Augenbrauenserum Eyelash. Das finde ich cool. Ich glaube, das ist das, die neue Version davon, denn ich hatte das tatsächlich schon mal. Das war das allererste Wimpernserum, was ich verwendet habe. Hallo? Jetzt bin ich wieder hell. Was ich verwendet habe und was mir dabei geholfen hat, meine Wimpern wirklich zu verdichten und zu verlängern. Also, ne, wenn man sich auch die Videos von mir anschaut, von meinem Anfang, also von letztem Jahr im Sommer zum Beispiel, da hatte ich echt noch sehr kurze, krüppelige Wimpern und mittlerweile, wusch, voll geil. Ja, durch sowas, durch Rizinusöl, du brauchst da nicht so ein sackteures Serum, auch wenn mich das immer wieder freut, wenn ich irgendwie was Teures in Boxen drin habe. Aber das heißt nicht zwingend, dass du dadurch eine bessere Wirkung hast. Und hier haben wir halt das von Isana mit drin, das ist ohne Mikroplastik und ja. Wenn es das von der Textur so ist oder von der Formulierung so wie das, was ich zuerst hatte, ist es ganz gut. Gut vor allem, ganz gut und ganz cool. Ich guck mal rein, aber es sieht schon so... Nee, guck mal. Doch, warte. Doch, doch, das sieht so aus wie das, was ich halt vorher auch schon hatte, ne? Ist hier noch in der Verpackung mit drin. Das ist halt so ein Pinselchen zum Auftragen und das geht easy peasy und ich kann es wirklich, also, ne? Für jeden Anfänger, der noch nie mit Wimpernseren zusammengearbeitet hat, ich krieg's hier nie wieder rein. Es ist auf jeden Fall ein gutes Startprodukt. Ne? Da musst du nicht direkt erstmal 60 Euro für ein Wimpernserum auf den Tisch legen. Muss nicht unbedingt sein. Ne? So, das nächste Produkt, was wir hier mit drin haben, ist von Pure 97. Finde ich ja cool. Da hatte ich letztens erst tatsächlich die Spülung dazu. Ach Quatsch, ne, das, wie heißt das Ding denn da? Haarkur, Haarmaske hatte ich dazu, genau. Und das hier ist die Spülung, 97% natürliche Inhaltsstoffe für normales Haar. Genau, das ist ja die Marke 97, die ist jetzt ja auch relativ neu. Ist auch wieder eine Full-Size-Größe, ne? Enzian und Quellwasser, das riecht wirklich sehr, sehr frisch und angenehm, sehr dezent und wohlig. Tut mir wirklich, also vom Geruch her tut mir das gerade sehr gut. Wird ausgetestet. Oh ja, guck an, von Rituals. Wenn Rituals in Boxen drin ist, dann feiern das doch irgendwie gefühlt alle, oder? Ich finde es herrlich. Das hatte ich schon mal, das ist der Velvety Smooth Cleansing Foam mit Moringa and Holy Lotus. Das ist ein Produkt, was ich mir einfach mit unter die Dusche nehme, denn unter der Dusche reinige ich immer noch einmal mein Gesicht, nachdem ich es ganz normal vor der Dusche abgeschminkt habe. Ist sehr, sehr angenehm, hatte ich glaube ich schon zweimal tatsächlich verwendet. Jo, mag ich gerne leiden. Ich mag den Duft einfach. Ich mag es gerne. Du brauchst jetzt nicht unbedingt ein sackteures Produkt, aber es ist schön, wenn es einfach in der Box ist. Ich meine, deswegen holen wir uns doch die Box, ne? Damit wir einen geilen Warenwert kriegen. Ja, das ist sehr angenehm. Sehr angenehm. Ein bisschen frischer, aber das darf so ein Cleanser auch in dem Sinne sein, finde ich. Oh ja! Lancaster Masken. Instant Glow Gold Peel of Masks Multi-Masking Set. Okay, three Free Sample Sachets. Also das sind quasi 3 Stück hier drin. Ach, guck mal, das ist Multi-Masking. Das ist die White Gold Peel of Mask. Die gibt dir, die mattiert dein Gesicht und das trägst du auf der Stirn und auf der Nase auf. Dann gibt es die Pink Gold Peel of Mask, die gibt dir Hydration und Glanz quasi für die Wangen und für die diese Partie gibt es die Gold Peel of Mask Firmness and Glow. Das soll entsprechend alles so ein bisschen ne, straffen. Okay, und da sind dann 3 Sachets wahrscheinlich drin. Ja, genau. Das sind die 3 Schätzchen und ich bin kein Fan von Multimasking, weil ich finde das schon furchtbar genug, mir eine Crememaske aufzutragen, um ehrlich zu sein. Aber naja, vielleicht werde ich es wirklich mal austesten oder es kommt in einen Adventskalender mit rein, den ich noch erstellen werde. Mal gucken.
Okay. Dann habe ich hier noch so Viecher drin. Was ist das? Trinkviecher. 8 Stück. Schöne Haut. Trinkampullen. Mit Kollagenpeptiden. Ja. Da muss man echt mal erstmal herausfinden, was da drin ist. Da sind jeweils 25 Milliliter drin. Und das lese ich mir doch erstmal durch, bevor ich irgendwas dazu sage, weil ich bin da immer etwas vorsichtiger. Der Apotheken-exklusive Kollagen-Drink enthält spezielle Kollagenpeptide, welche so aufgespalten sind, dass sie die Haut von innen aufpolstern können. So können sie nicht nur Falten im Gesicht, sondern auch Zellulite am Po und Oberschenkel nachweislich von innen straffen. Kann ich mir nicht vorstellen. Leute, trinkt einfach Wasser. Trinkt Wasser, dann wird eure Haut von innen aufgepolstert. Da braucht man eigentlich keine Trinkampullen für. Und ich weiß nicht, was drin ist. Also hier stehen auch nicht wirklich Inhaltsstoffe drauf. Deswegen kann ich da nicht wirklich was zu sagen. Bin da aber von sowas eigentlich kein Fan. Ich bin dann, also was so, wenn Nahrungsergänzungsgeschichten und irgendwie so Schönheitsgeschichten, dann bin ich sehr natürlich, ne? Wenn ich irgendwas schon zu mir nehme, dann soll es nicht irgendein Kram sein, sondern schon irgendwas, keine Ahnung, ganz klassisch, ne? Wie man das von Oma kennt. Entweder sagst du dir, okay, ich trinke viel mehr oder du nimmst dir dann wirklich Bierhefe-Tabletten. Das ist ja dieses ganz, ganz natürliche, keine Ahnung, Heilerde. Du kannst ja so viel zuführen. Ja, ich nehme auch Multivitamintabletten, aber das sind halt Multivitamine, die da drin sind. Ne? Ich finde, das ist schon was anderes als sowas. Ich bin da nicht so Fan von. Nein, 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 nein. Naja, aber immerhin ist es nicht zum Abnehmen, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, sowas hat in der Pinkbox nichts zu tun, denn das hier ist eigentlich eine Box für Jüngere. Tut mir leid, liebes Pinkbox-Team, aber das finde ich irgendwie blöd. Naja, ich sag mal, wir probieren mal so ein Moped, ne? Weil ich denke, hier steht zwar nicht drauf, wie man das nehmen soll, ob man jetzt irgendwie jeden Tag eine nehmen soll oder so, habe ich dir aber garantiert eben schon eingeblendet und was es quasi kosten würde, wenn man das über den Zeitraum verwenden würde, wie die das vorschlagen. Ich probiere es mal, weil der Geschmack ist ja auch immer so ein bisschen ausschlaggebend, ne? Finde ich ein bisschen sehr. Riecht fruchtig, hat so eine leicht dickflüssige Konsistenz, aber immer noch flüssig. Prost. Schmeckt ein bisschen nach flüssigen Gummibärchen. Sehr, sehr interessant, aber saure Gummibärchen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Pinkbox, die für MeTime stehen sollte. Von mir aus hätten die gerne den Rituals Cleanser gegen eine Kerze austauschen können. Denn das wäre für mich ein bisschen mehr dieses MeTime-Feeling gewesen und ein bisschen mehr dieses Runterkommen, Chillen und so, ne? Das wäre eigentlich, ne, für mich persönlich, aber da ist jeder Jack auch anders. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein, den ich relativ hoch schätze tatsächlich, weil wir doch ordentliche Produkte drin hatten. Mir hat sie gefallen. Ich hoffe dir auch. Und ich hoffe vor allem, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!